Mein Name ist Gesine Roll vom Weingut Wedenborn in Rheinhessen. Wir liegen ganz oben auf der Anhöhe, auf der höchsten Erhebung in Rheinhessen. Und Sauvignon Blanc spielt die Hauptrolle auf Wedenborn, dicht gefolgt von den Burgunderrebsorten und allen voran Chardonnay. Es sind wunderbare Kalkböden, die uns hier in der Heimat begleiten, die ganz wunderbar sich eignen, um Sauvignon Blanc und die Burgundersorten anzubauen. Ja, Wein ist Leben oder ein Lebensgefühl. Es dreht sich alles um Wein, ab Kindheit und Jugend, wenn man auf dem Weingut groß wird. Es drehen sich alle Gespräche am Tisch um Wein, um die Trauben, um die Weinberge, um das Weinwerden, auch um unternehmerische Sorgen und Nöte, aber auch um Freuden. Und so begleitet einem das Thema auf dem Weingut Großwerden sehr früh. Und auch eine gewisse Offenheit, da viele Menschen zu Gast sind, auch in der Genussbranche unterwegs, Wein, gutes Essen gehören einfach zusammen. Also dadurch wurde ich schon deutlich geprägt. Warum ich Winzerin geworden bin? Gestalten können, finde ich was unheimlich Tolles. Und das kann man zum einen als Unternehmer, als Handwerker und Künstler im Winzerberuf sozusagen. Und da kommt vieles zusammen. Es macht unheimlich Freude jeden Tag. Es ist ein unheimlich bunter Alltag, abwechslungsreich, natürlich auch abhängig von der Natur. Damit leben wir und das ist auch völlig okay so. Also Winzer ist ein richtiger Lehrberuf letztlich, ja, eine Ausbildung, eine dreijährige. Verkürzt nach dem Abitur auf 2 Jahre in meinem Fall. Da lernt man alles Weinbauliche, alles, was man im Keller können muss. Das habe ich bei Bassa Maniorda in Deidesheim gemacht. Der damalige technische Betriebsleiter ist ein Monzernheimer, also hier aus unserer 600-Seelen-Gemeinde tatsächlich. So gab es damals als sehr junger Mensch diese Verbindung dorthin, die man dann vielleicht auch sucht. Also Nähe und Ferne zugleich. Und die Ausbildung fand ich damals schon gut, die zu tun, weil letztlich wir gestalten, wir sind Weinhandwerker. Dann genügt aus meiner Sicht nicht nur ein Studium, ja, auch wenn man auf dem Weingut groß geworden ist. Dann ist es in der Winzerbranche auch üblich, dass man eigentlich jedes Jahr den Betrieb wechselt, weil jedes Weingut arbeitet anders. Und bei Bassa Maniorda war eine ganz, ganz großartige Ausbildung, habe viel Handwerkliches lernen dürfen. Man bekommt während der Winzerlehre aber auch die Demo zum Produkt und den Respekt. Man steht halt auch mal im März 3 Tage am Stück mit dem Regenmantel beim Rebenbiegen. Da könnte man manchmal weinen, aber hilft auch nichts. Und das gibt schon Demut auch all denen, wenn man es vielleicht heute nicht mehr tagtäglich diese Arbeit verrichtet und viele helfende Hände hat, sonst ging das nicht. Aber dafür auch den notwendigen Respekt zu haben. Und es sind unheimlich viele Puzzleteile in so einem Weingut zu erfüllen und die perfekt sein müssen, dass das große Ganze ein Champions League-Spiel ist, das man gewinnen möchte. Und das lernt man während der Ausbildung meiner Ansicht nach. Ja, der Anfang im Weingut war schön und trotzdem war der Weg rückblickend auch steinig, natürlich. Auch aller Anfang ist schwer. Ich hatte eigentlich eine gute Startbasis. Es gab den Sauvignon Blanc schon, auf den ich mich dann immer weiter spezialisiert habe. Dennoch hat sich Wedenborn jetzt im Laufe der letzten 15 Jahre stark verändert. Nie revolutionär, immer Step by Step und sicheren Schrittes. Eher eine Evolution, weil man selbst auch gestaltet. Also wir Winzer denken eigentlich sehr viel in Generationen, mittelfristiger vielleicht auch in Dekaden. Unternehmerisch muss man natürlich auch kurzfristiger organisieren, das ist auch klar. Aber einen Weinberg jetzt zu pflanzen, hat man eigentlich schon den Gedanke daran, dass auch eine nächste Generation den Weinberg weiterführen kann. Auch alles, was man umbaulich, was vonstatten geht, eigentlich immer eine gewisse Langfristigkeit, weil man muss sich vorstellen, ein Weinberg, bis er eigentlich richtig in eine tolle Phase kommt, eine hervorragende Qualität hervorbringt, sollte er schon 15 Jahre mal alt sein. Macht noch mehr Spaß, wenn er vielleicht auch 20 und 25 Jahre oder gar darüber
hinaus alt ist. Das muss man erstmal erreichen. Die Wurzeln dann wunderbar tief, kommen ganz anders an Mineralstoffe, in ganz andere Bodenschichten, stehen immer am Wasser, auch in Jahren, wo das Wasser vielleicht ein bisschen knapper ist. Und deshalb denken wir mindestens in Dekaden oder Generationen. Und da schon einen wunderschönen Weinbergsbestand, vielleicht aus der letzten Generation, zum Teil vorzufinden. Und dann aber alles, was man erneuert, Rebsorten, die man vielleicht nicht mehr im Portfolio haben will, austauscht. Vielleicht aber auch Weinberge dazu bekommt, die nicht ins Rebsortenportfolio passen. Und dadurch kann man den Rebsortenspiegel nach und nach, aber wirklich ja, langsam im Weingut verändern. Über Jahre. Und so hat sich das dann verändert, dass alles, was wir neu gepflanzt haben, wurde meistens Sauvignon Blanc oder Chardonnay. Und so kommt es dann, dass der prozentuale Anteil von Sauvignon Blanc heute höher ist als noch vor 10 und gar 20 Jahren im Weingut, als alles begann. Denn die Historie von Sauvignon Blanc ist erst gute 20 Jahre alt in Deutschland. Erst seit den einstelligen 2000ern ist der Sauvignon Blanc zugelassene Rebsorte in Deutschland. Sauvignon Blanc ist erstmal für Deutschland eine neue Weinidee. Deutschland ist eigentlich das Rieslingland und auch immer noch als Cool Climate Land anzusehen. Der Sauvignon Blanc passt ganz herrlich hier, wirklich Zirkelschlag 20 bis 30 Kilometer rund um den Kirchturmradius. Nicht, weil das die Gesine erfunden hat und hier lebt, sondern weil es wirklich so ist. Wir haben Kalkböden, das ist essentiell, ein basischer Boden für Sauvignon Blanc und auch für Chardonnay essentiell. Das haben wir hier gerade im Westhofener Hang, ganz wunderbare Kalksteinlagen. Und es ist hier weder zu warm noch zu kalt, denn das Zeitfenster, um Sauvignon Blanc zu ernten, zwischen nicht mehr grün, wir alle kennen auch sehr grüne Sauvignon Blancs, und aber auch der Überreife, wo der Sauvignon Blanc nicht mehr diese Frische und Eleganz hat, mehr ins üppige, opulente geht, wollen wir nicht. Genau diese goldene Mitte, die ist hier ganz herrlich auf der Anhöhe zu erzeugen. Es wird optimal reif. Wir können die Trauben in die Reife führen, ohne dass sie zu stark in den Alkohol gehen. Da wir eine ganz moderate Zuckereinlagerung haben und bei trockenen Weinen dann auch einen moderaten Alkoholgehalt nachher haben. Und das passt ganz wunderbar und passt genauso auch für den Chardonnay. Also hat sich das aus dem Handwerk ergeben, keine Vermarktungsidee. Und so ist es auch richtig aus dem Handwerk, weil dann spürt man, es passt und es passt einfach richtig in die Gegend, es passt zum Boden und findet dann auch seinen Stil, das umzusetzen. Denn eine Weinidee entsteht zuerst im Kopf, aus vielen Flaschen, die man geleert hat. Und so ist wirklich Learning by Doing, immer wieder probieren. Alles, was man tut, muss man die Nase reinhalten und schmecken. Und so hat man schon viel Erfahrung gesammelt im Laufe der Jahre und kann das dann umsetzen. Es hat sich, weil es gab keinen deutschen Sauvignon Blanc vor 20 Jahren, als wir begonnen haben. Der Stil hat sich jetzt erst entwickelt. Was ist deutscher Sauvignon Blanc? Vielleicht rückwirkend gesehen ein Vorteil, weil man musste seinen eigenen Stil finden auf diesem Kalkboden. Wiedenborn Sauvignon Blanc, würde ich sagen, ist absolut auf der eleganten Seite zu Hause und auf der reifen Seite. Nie überreif, aber unbedingt nicht grün. Deshalb ist mir diese goldene Mitte der Ernte so unglaublich wichtig. Das ist beim Sauvignon Blanc ein sehr schmales Zeitfenster. Die Burgundersorten, wie Grauburgunder zum Beispiel, auch Weißburgunder, sind da ein bisschen genügsamer. Riesling ist dann schon anspruchsvoller. So anspruchsvoll wie Sauvignon Blanc ist noch der Pinot. Das ist genauso eine Diva, der auf dem Punkt geerntet sein will. Und das ist unglaublich wichtig und macht auch den Wedenborn Sauvignon Blanc aus, der sich immer in dieser goldenen Mitte von Reife bewegt. So mag ich die Frucht, die Traube, die Erdbeere, den Apfel, nämlich optimal reif, nicht mehr grün, aber auch nicht überreif, wo es dann seine Spannkraft verliert. Es verliert die Eleganz, es wird einfach, der Geschmack wird breiter. Ja, wo sehe ich Wiedenborn in der Zukunft?
das Weingut in die nächste Generation zu überführen, zukunftsfähig zu gestalten, finde ich eine unglaublich tolle Challenge. Dann auch jetzt nach größeren Stellschrauben, in den letzten 10 und 15 Jahren jetzt auch die kleineren Stellschrauben zu drehen, die Zeit zu haben, nachdem man große Meilensteine erledigt hat, wirklich im Kleinen hinzuschauen, sich in gewissen Dingen immer noch zu verbessern, immer weiterzuentwickeln, auch diese für Deutschland neue Weinidee breiter aufzustellen. Gern mehr Winzer, die diesen Weg mitgehen, um wirklich auch einen deutschen Sauvignon Blanc international aufzustellen. Ja? Dass wirklich auch ein deutscher Sauvignon Blanc aus Rheinhessen verlangt wird, gefragt wird und auch ein Bild bekommt.